Halt, stopp. Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. So, Freunde der Freiheit. Ja, heute mal ein kleines Problem. Gestern stöberte ich gemütlich bei YouTube. Was musste ich sehen? Die PISA-Studie lässt grüßen. Scheinbar ist es ein großes Problem für manch einen, ein Magazin zu füllen mit Patronen. Dabei ist das doch ganz einfach. Mit dem Daumen immer schön draufdrücken, Patrone auflegen, reinschieben. Daumen draufdrücken, reinschieben. Ganz einfach. Muss man sich dabei nicht die Finger brechen, wie man manch einen YouTuber entdecken kann. Man kann auch vorher mal ein bisschen üben. So ungefähr, ne? Zweitens, das ist kein Zickzack-Magazin, das heißt doppelreihig. Auch einfach etwas stärker drücken. Hier vorne ist eine kleine Rille, ungefähr hier gehört das Ende der Patrone rein. Zack, hier wieder ein klein bisschen drücken, ne, mit dem Daumen unterstützen, auflegen, reinschieben, anlegen, reinschieben. Kann man sogar mit einer Hand. Muss man sich nicht dabei die Fingerchen brechen. Und so sieht das Ganze dann aus. Tschüss, Leute!